Ja, willkommen zurück in Need for Speed Payback. So, was haben wir hier? Einen Sprung. Den machen wir doch mal. Ein bisschen Anlauf nehmen. Von da hinten. Und dann. Ah, wir machen. Oder den Speedrun, den können wir auch mal machen. Ich möchte nämlich diesmal einfach nur so ein bisschen, ja, in der Welt rumfahren. Schauen, was wir hier so alles finden an Aufgaben, Challenges und so weiter. So. Genau, und dann machen wir einfach mal einen kleinen Speedrun. Wir werden wahrscheinlich nur einen Stern schaffen. Mehr geben unsere Wagen aktuell nicht her. Aber reicht ja auch erstmal. So, ja. Okay, zwei Speedrun-Sterne haben wir bisher. Und wenn man solche Rennen macht, da kriegt man, glaube ich, auch Dingen. Basislieferungen. Okay, sollen wir 194 schaffen? Das werden wir sehr sicher nicht schaffen. Ah, man kann es probieren, aber nee, da haben wir keine Chance. Wir sind jetzt erst auf der Durchschnittsgeschwindigkeit quasi. Aber haben wir keine Chance. Ein Taxi. Wenn es um reine Power geht, eindeutig Muscle Cars, keine Frage. Siehst du, Jess? Sag ich doch. Muscle Cars sind zu aufwendig. Kompaktwagen sind dezenter, haben aber trotzdem eine enorme Beschleunigung. Tja, Mac, da hat Jess recht. Wer bitte schön will ein dezentes Auto? Oh Mann, mach Platz hier. Okay, das war zu wenig. Egal, wir fahren nochmal da lang. Genau. Lustig, so Unterhaltung zwischendurch. Ja, okay. Wie gesagt, diese Folge einfach nur ein bisschen, ja, irgendwas machen. Mir gefällt unser Neon Underglow, aber muss ich sagen, das ist doch, finde ich ganz nett. Finde ich ganz nett, ja. Sunny, ja, ich hoffe, der hieß Sunny. Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Hoffentlich mache ich da jetzt keinen fatalen Fehler. Es wird mir sicher nicht verziehen, wenn ich dir da irgendwas durcheinander bringe. Ich glaube, es müsste Sunny gewesen sein. So, den Sprung machen wir mal. Ja, das haben wir geschafft, aber halt nur einen Stern. Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte da mehr als einen Stern schaffen. Deswegen fahren wir nochmal. Und zwar diesmal richtig Anlauf nehmen. Wenn wir da mit 200 Langbrettern, dann sollten wir da wirklich ordentlich was rauslegen können. Also bei Sprüngen sollte man eigentlich 3 Sterne, glaube ich, schon schaffen können. Bei Speedtraps und so haben wir noch keine Chance. Mit 3 Sternen. Da schaffen wir gerade mal, ja, 2 wären vielleicht noch möglich. Bei Speedtraps. Aber 3 haben wir keine Chance. Aber auch schon für 2 Sterne müssen wir uns richtig anstrengen, wenn wir das schaffen wollen. Weil die Sprünge sind in der Regel etwas einfacher. Ja, wir Bretter mit 200 lang, das sieht doch gut aus. Aber auch hier 130, ja gut. Doch, 3 Sterne. Ah ja, okay. Hätten wir das auch geschafft. Dann. Wir fahren jetzt echt mal rum. Ich möchte hier ein bisschen die Welt sehen. Speedtrap mit 160, ja. Doch, haben wir auch noch geschafft. Zumindest einen Stern. So, hier sind wir, glaube ich, auf dem Highway. Ach, da vorne sogar. Ah, da machen wir doch das eine Rennen da vorne. Ein Speedrun. Das sollten wir auch hinbekommen. 200. Ne, was ist da? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir jetzt 2 Sterne. Könnte möglich sein, ich weiß es nicht. Toll, ich bin ja gerade voll gegen die Wand gefahren und deswegen, ja, nee, keine 2 Sterne. Schade. Naja, wir sind auch irgendwie jetzt am Rennen schon vorbei. Aber ich hoffe, wir haben irgendwo eine Abbiegung nach rechts. Wir schauen mal. Links haben wir irgendwo einen Sprung. Und die Spoilerlippen haben wir jetzt auch freigeschalten. Das ist gut, das war der Plan. Genau das wollte ich machen. Nein, wollte ich eigentlich nicht. So, hier geht's hoch. Ja, genau, jetzt müssten wir auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich bin jemand, der wirklich gern einfach in der offenen Welt rumfährt. Das habe ich irgendwie gern. Ich weiß auch nicht warum. Einfach so ohne Rennen, einfach nur ein bisschen rumfahren, ein bisschen die Zeit genießen. Na, okay, auch nur 2 Sterne. Ein Stern meine ich. Keine 2. 2 wären schön gewesen. So, was haben wir da vorne noch? Auch noch immer einen Speedrun. Den machen wir auch noch ganz kurz. Müssen wir wieder zurückfahren zum Rennen. Egal. Ah, nee, warte mal. Bevor wir das machen, da vorne
Fahre ich auch mal ganz kurz hin. Haben wir jetzt gerade ganz kurz auf der Minikarte gesehen. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch aufgesehen habt. Da unten fährt jemand mit so einem, ja, das ist so ein, ja, eigentlich ein Autosymbol. Und zwar, so, also, es ist jetzt kein Autosymbol, aber das Symbol, was hier für Fahrzeuge verwendet wird. Ah, jetzt fährt er uns aber weg. Verdammt. Und zwar ist es so ein anderer Fahrer. Ja, da vorne. Ein anderer Racer, und wenn wir auf den treffen, dann können wir da... Die Cassandra ist es. So, die hat einen schicken Porsche. So, bei sowas hoffe ich immer, dass... Ja, genau. Und jetzt hier kann ich jetzt, wenn ich hier neben da bin... Hallo? Ich würde es gern gegen die fahren. Hä? Gerade eben sollte ich noch E drücken und jetzt geht's nicht mehr. Ah doch, jetzt geht's. Etwas merkwürdig. Okay. Mach dich bereit. Genau, ein Porsche 911 Carrera S. Ich habe glücklicherweise keine Scheiße verraten. Das wäre jetzt irgendwie, ja. Es kann durchaus passieren, dass ich euch irgendwann mal was Falsches erzähle. Von wegen, was für ein Auto jemand fährt oder so. Naja. So, wir sind jetzt zwar wieder weit weg vom Rennen, aber das ist mir jetzt auch egal. Wir fahren sogar dieselbe Strecke, die wir vorhin... Okay, ja, warum nicht? Gewöhn dich an meine Rücklichter. Ja, den Porsche können wir auch mit links abziehen. Mit verbundenen Augen kann ich gegen den fahren. Gar kein Problem. Ich sollte meine Klappe nicht so weit öffnen. Ja. Und zwar ist es hier so, das Rennen funktioniert so, dass wir quasi vor der sein müssen. Und dann kriegen wir Punkte. Und wir müssen 100 Punkte erreichen. Oben links seht ihr, wie viele Punkte wir aktuell haben. Und sie ist zwar recht dicht noch hinter uns, aber erstmal kein Problem. Solange sie nicht vor uns kommt, ist alles gut. So dauert es zwar ein bisschen länger und das ist so wirklich abgeschlossen, sobald wir 100 Punkte haben. Also man kann es auch wirklich schnell schaffen oder halt ziemlich lang brauchen. Und auch verlieren, wenn der Gegner die ganze Zeit vor einem ist. So, da bin ich jetzt zum Beispiel gegen die Wand gefahren, das war jetzt nicht so gut. Deswegen hat sie uns jetzt überholt. Deswegen macht sie jetzt auch ein paar Punkte gut. Aber nicht lang, meine Liebe. Ich überhole dich wieder. Oh ja. Jetzt nämlich. So, jetzt haben sie, glaube ich, in den Gegenverkehr geschleudert. Na okay, hat nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte, aber ein Versuch war es wert. So. Wir haben schon über 50 Punkte, das ist ja ganz nett. Ja, genau. Das schaffen wir, denke ich, auf jeden Fall. Ich weiß ja, ich glaube, wir haben auch deutlich mehr Punkte. Also unser Wagen ist besser als ihrer, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Scheißendreck. Jetzt fährt uns da voll weg. So, und jetzt haben wir halt richtig Abstand. Das heißt, wir müssen die jetzt erstmal einholen. Und solange macht die halt jetzt richtig gut Punkte. Klar, verdammt. Ja, ich habe, glaube ich, mein Maul zu weit aufgerissen. Verdammte Scheiße. Da fährt sie uns weg. Ah, wir kommen wieder ran. Ja, okay, da haben wir sie wieder. Hallo, darf ich dich wieder überholen? Danke. So, wo geht's denn jetzt lang? Ah, da vorne. Ich weiß noch nicht, ob das hier ein Rund... Toll. Ja, Alter. Das klappt ja hier gar nicht, ganz ehrlich. Mir geht's gut. Ja, glücklicherweise kannst du dich verrecken, weil bei meinen Fahrkünsten wärst du schon längst verreckt. Eigentlich. So, gut, wir sind einmal ganz kurz an ihr vorbeigefahren und dann haben wir gleich wieder einen Unfall gebaut. Super. So. Lastwagen. Ein Coca-Cola-Lastwagen. So. Na, vielleicht nutzt sich auch die Handbremse zu viel. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt macht sie wieder Punkte. Es ist ein knappes Rennen, lustigerweise. Obwohl wir, glaube ich, gar nicht so weit entfernt sind, eigentlich. Ja, so. Wir haben sie wieder. Und wir haben jetzt gleich gewonnen. Nur wir sind jetzt irgendwo ganz anders, als wir eigentlich sein sollten. Aber egal. So. Genau. Wir haben es geschafft. So, und hier sieht man jetzt, es gibt da vier Stück. Erstmal. Und man kann drei Rennen gegen die fahren. Wir werden jedes Mal stärker dann. Ja, ich merke mir das ganz bestimmt. So, wir müssen zum Rennen zurück. Irgendwie. Wir sind jetzt ganz woanders.
So, wir sind jetzt... Ah, da vorne ist ein Coin, den sammeln wir mal ein. So, Coins immer einsammeln, das ist super. So. Ich glaube, wir sind genau hier. Wo? Ja, okay. Ah, ne, warte mal, wir fahren mal hier lang. Ah, wir fahren hier lang. Wir fahren jetzt nicht den Highway lang, sondern diese schicke Straße. Mal gucken, wo sie uns hinführt. Wir fahren aber irgendwie voll falsch, gell? Moment mal. Welche Straße fahre ich denn jetzt lang? Egal, wir fahren mal und schauen, wo wir rauskommen, ganz ehrlich. So falsch kann es auch nicht sein. Und wir wollen ja eigentlich nur ein bisschen die Welt erkunden. Okay, ein bisschen falsch ist sie schon. Die ist eigentlich komplett falsch. Egal, egal. Wir fahren auf jeden Fall den Berg hoch. Das heißt, wo es den Berg hoch geht, geht es auch irgendwo den Berg wieder runter. Ja. Ich bin wirklich ein Profi, ich weiß. Das hätte sonst niemand anderes sagen können. Diese Weisheit. So. Naja, okay. Wir sammeln hier auch immer irgendwelche Punkte. Ich weiß gar nicht, was das genau zu bedeuten hat. Ist das irgendwie ein Nitro-Bonus oder... Ja, wir fahren gar nicht so falsch. Hey, wir fahren sogar richtig, mehr oder weniger. Na gut. Ah, da ist ein Halt, da ist eine Plakatwand. Wie wir ja wissen, jede Plakatwand, die irgendwo ist, mitnehmen. Ah, halt, die müssen wir dann von oben aus mitnehmen, glaube ich. Na gut. Dann fahren wir erst nochmal nach oben. Lustig, Moment mal. Da standen jetzt echt Leute, ne? Moment, das muss ich mir mal anschauen. Ja, hallo, meine Freunde. Der macht sogar hier mit seinem Fotoapparat gleich noch ein Bild von uns. Finde ich jetzt irgendwie lustig. Naja, okay. Und weiter geht's. Die jubeln uns zu. Die haben den ganzen Tag nur darauf gewartet, dass wir zufällig einmal hier vorbeikommen. Ja, ja, ganz bestimmt. So, geht's hier runter zur Plakatwand? Ja. So. Müssen wir da gerade nochmal den Berg hochfahren? Na gut, so weit war es ja nicht. Nur dieses kleine Stück. Jetzt können sie uns nochmal zujubeln. Juhu, da freuen sie sich. Ah, Moment. Er ist gerade nach oben gefahren, ist nicht nach unten gefahren und kommt plötzlich nochmal von unten. Was ist da los? Was ist da passiert? Ja, ich habe eine Plakatwand zerstört. Das tut mir sehr leid. So, ja, wir fahren einfach mal weiter. Durch die Berge. Hier, die Region hier gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Muss ich wirklich nochmal betonen. Die Wüste ist auch nett, aber auf Dauer etwas karg. Hier kann man aber nicht so gut querfeld einfahren. Also wenn man Offroad fahren will, dann ist die Wüste da auf jeden Fall besser. So, ja, wir haben hier eine Speed, ein Speed One, keine Speed Trap. Ah, ja, so dürfte ich gerne. So. Geben wir noch ein bisschen Gas. Ich muss sogar sagen, aktuell finde ich es gar nicht so schlimm, dass... Ach, das war der eine Speedrun, den wir noch überlegt hatten zu machen. Ah, ja, 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 ja. Den ich ja abgebrochen habe. Ich finde es aktuell gar nicht so schlimm, dass keine Cops frei unterwegs sind, quasi in der freien Spielwelt. Das finde ich eigentlich sogar okay. Das nervt dann nicht manchmal auch. Cop-Events werden nämlich auch noch kommen. Dann aber immer als extra Mission. Und es wird auch noch ein bisschen dauern. So, wir sollen 60 Sekunden lang Erster sein. Kein Problem. Ich habe schon wieder... Ich achte nie drauf, was für eine Stufe das empfohlen ist. Aber egal. So, das letzte Rennen, glaube ich, bevor wir gegen La Catrina höchstpersönlich fahren können. Und ja, die Stufe ist, glaube ich, egal. Wir ziehen auf jeden Fall weg. Was auch immer es für eine Stufe ist. Ah, schön hier die Kurve innen genommen. So. Ich habe auch keine Angst vor Lackberührungen. Lackschäden machen wir nichts. Kann ich nämlich einmal in die Tankstelle fahren und schon sind die Lackschäden wieder weg. Und wir können mal hupen. Hup, hup. Das wäre dann geschafft. Dann sind die nämlich verwirrt, wenn ich hupe, weil die denken, hier ist irgendwo ein Schiff unterwegs, mitten in den Bergen. Und dann fahren die automatisch schlechter. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir die Soundanlage eingebaut haben. So. Hier waren wir auch schon mal, so wie es aussieht. Ach, wir sind hier schon wieder. Also hier sind wir echt oft. War ein bisschen traurig, dass wir so schnell quasi jetzt dort waren. Weil auf dem Hinweg haben wir länger gebraucht. Deutlich länger. Naja, egal. Ich fahre ja also auch nicht nach Navi, sondern nach Minikarte vielleicht noch so ein bisschen.
Aber halt ohne, dass uns der richtige Weg vorgegeben wird. Weil so entdeckt man meist noch ein bisschen mehr. Aber wir fahren den richtig weg. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir fahren heute sogar noch gegen La Catrina. Da habe ich eigentlich Lust drauf. Wenn das Auto das hergibt, dann würde ich das auf jeden Fall machen. So, ja, schön. Auch kurvenreich die Strecke. Ja, gut. Manchmal fahre ich dann auch in der Pampa rum. Das ist dann blöd, weil das bremst immer doch ganz ordentlich. Ja. Man kann ja auch den Reifenqualm hier von der Farbe ändern, aber das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ja, das sieht eher komisch aus, finde ich. Ja, naja. Also manchmal driftet er noch nicht so richtig. Aber manchmal geht es auch wirklich gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Auch da, das wird sicher mit der Zeit noch kommen. Dass wir das wirklich hinten richtig hinbekommen. Ich weiß, das sage ich schon seit einigen Folgen, aber ich finde, wir sind auch schon deutlich besser als am Anfang. Also, ich, wir, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt mich ja mental mit unterstützen. Das ist eure Leistung. Dieser Sieg ist euers. Nicht meiner. Ich habe eigentlich nicht beigetragen. Nur durch eure mentale Unterstützung habe ich das geschafft. Aber auch die Autolog-Empfehlungen schlagen wir immer um einiges. Also, interessant irgendwie. Okay. Na gut, vielleicht haben die auch einfach schlechtere Autos. Kann gut sein. In den Autolog-Empfehlungen da. Ich habe keine Ahnung. Man kann ja durchaus schon... Schon früher damit fahren. Vielleicht ist es auch nicht gar keine Frage. Natürlich bauen wir den ein. Auch wenn ein bisschen Tempo... Nein, es geht nicht mal Tempo weg. Obwohl der andere einen Tempo-Bonus hatte. Bauen wir natürlich ein. So, und damit fehlt nur noch eine letzte Mission. Und zwar gegen La Catrina. Und genau das wollen wir jetzt mal noch machen, würde ich sagen. Du bist einfach nicht zu schlagen, was? Du hast dir ein Rennen gegen mich verdient, Morgan. Ich sag dir was. Zeig mir dein Feuer. Dann lege ich noch eine mächtige Leiche drauf. Du meinst okay. Wo ist es? Besieg mich, dann zeige ich's dir. Achso, bei Leiche denkt er an Wrack. Ich denke da irgendwie an Leichen. Naja, okay. So, ja, ich habe jetzt ausnahmsweise doch mal, die Plakate und ja, die sollte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Stimmt schon. So, Moment. Wie fahren wir denn am besten zur Plakatwand hin? Und wo ist die überhaupt? Ah, da. Okay. Aber da müssen wir eigentlich schief springen. Wenn wir nur über die Rampe fahren, fahren wir eigentlich an der Plakatwand vorbei. Ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen mehr Anlauf. So. Da. Um den fahren wir mal rum. Ja, genau so. So, dann gehen wir hier schon mal Gas. Sollten wir es eigentlich gut schaffen. Dann noch ein bisschen Nitro rausballern, dann... Ja, okay, was heißt gut? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ah, schön. So, kein Problem, wir fahren einfach weiter. So einen Sprung muss man schon aushalten. Als guter Rennfahrer. Und das Schlimme war nicht der Sprung, sondern das Aufkommen. Das war, glaube ich, doch etwas unangenehm für ihn. Könnte sein... Nee, sehe ich nicht ein. Nee. Da soll sich mal nicht so anstellen. Ja gut, er stellt sich auch nicht an. Er fährt einfach weiter. Ah, Moment mal. Ah, nee, komm. Also wenn hier überall Plakatwände sind, kommen wir ja zu gar nichts mehr. Die werden wir... Da lassen wir noch ein paar übrig. Dann können wir dann nämlich wirklich nach und nach die zerstören. Haben wir auch später noch was zu tun. So. Nicht immer gleich alles auf einmal machen. Ja, wir fahren hier lang. Ja, dann fahren wir heute noch das Rennen gegen La Catrina. Zeitlich sollten wir das noch schaffen und dann das Wrack bauen wir dann aber ja, wahrscheinlich nächste Folge auf. Ein neuer Rekord, das ist schön, aber ich glaube, wir haben deswegen nicht irgendwie noch einen Stern mehr oder so. Da vorne gibt es einen Speedrun mit 234, aber ich muss hier schon richtig abbremsen und in die Kurve driften. Also wenn wir das schaffen, das würde mich sehr wundern. Geht auch bergauf, also haben wir gar keine Chance. Das weißt du doch. Der Gambler hatte... Komm schon, Tyler. Das ist doch Blödsinn. Was war der wahre Grund? Ich wollte die Dinge klären, bevor wir uns wiedersehen. Dann habe ich kapiert, dass ich es alleine nicht schaffe. Verstehe. Danke für die Wahrheit, Ty. Aber wenn du das nochmal machst, kriegst du es mit mir zu tun. Oh nein.
Jetzt habe ich aber Angst. Ich glaube, ich habe wirklich Angst. Wir sollten das immer mit ihr klären. So, sonst kriegen wir es nämlich mit ihr zu tun. Und das ist nicht schön. So, jetzt sind wir hier oben. Vielleicht macht es jetzt auch Sinn, dass die da vorhin gejubelt haben. Wahrscheinlich ist es hier für dieses Rennen. So. Innerhalb von 180 Sekunden, kein Problem. Aber das heißt auch, dass wir... dass das Rennen nicht... Na gut, 3 Minuten. Aber ist jetzt nicht allzu lang eigentlich. Bereit für den Tanz mit dem Tod morgen? Ja, ich bin immer bereit. Ich werde dich nicht schonen. Gut, ich dich auch nicht. Okay, dann geben wir mal Gas. Und jetzt mache ich was Lustiges. Ja, lustig ist jetzt relativ. Ich sammle den Coin ein im Rennen. So. Ja, habe ich einfach mal gemacht. Toll. Da steht ja perfekt dort. So. Ja, alles okay. Ich wollte den Coin einsammeln und danach, da kam noch Gegenverkehr. Ja, lange Geschichte. Aber ich werde dich schon noch einholen. Also ich mache mir da echt keine Sorgen, ehrlich gesagt. Weil jetzt gerade fährt sie schon ein bisschen vorne, aber... Davon träumst du. Aber echt. Gegen dich verlieren... Alter. Gegen La Katrina verlieren wir sicher nicht. Wie läuft's da hinten, Katrina? Wir spielen ja auch immer noch auf Mittel. Also, Alter. Toll. Ja, ich weiß auch nicht. Das wirst du büßen. Das war eigentlich von mir gewollt. Also die ist ran. So, okay, ja, jetzt haben wir es langsam. Wieso bist du wieder zurück, amigo? Ich will Rache. Ah, daher das Feuer. So, Nitro rausballern und dann sind wir ordentlich vor La Katrina aktuell. Ja gut, was heißt ordentlich? Ein bisschen auf jeden Fall. Ein bisschen Abstand haben wir, aber gar nicht so viel, wie ich gerne hätte, muss ich sagen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich stelle mich zu sehr quer beim Driften, aber ich glaube, anders würde ich auch die Kurve nicht bekommen. Also. Irgendwann wird das Haus auch euch ins Visier nehmen. Die Typen sind Stadtwaffen. Hier draußen gibt's nichts für dich. Nee, die werden noch kommen. Ich kenne sie. Ja, die werden 100 pro noch kommen. Das Haus will sie alle rennen. Nicht nur in der Stadt, sondern auch im Umland und generell überall. Bestattungsunternehmen und sowas trägt eben. Ah ja, ich verstehe schon. So, ein Bestattungsunternehmen, auch interessant. Und dann hier, das ist eigentlich gut, das ist so wie wenn der Glaser die Scheiben selbst einwirft, um neue Kunden zu bekommen. Einfach hier Bestatterunternehmen machst du die Straßenrennen. Da hast du auf jeden Fall auf Dauer dein Geschäft gut gesichert. So, jetzt sind wir aber wirklich ordentlich vor La Katrina. Also da, ja, das sieht doch gut aus. Wir haben aber nur noch 20 Sekunden, um das Rennen abzuschließen, um auch die Nebenwette zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie weit das noch ist. 1 Kilometer, wird knapp. Hey, was war das jetzt gerade? Ja, die Nebenwette wird nichts, glaube ich. Knapp, aber die kriegen wir nicht. Hätten wir wahrscheinlich auch wegen dem Coin nicht so lange uns aufhalten dürfen. Aber egal. Haben wir die Nebenwette verloren. Das heißt, wir kriegen 800 Verlust. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, ja, leider haben wir das nicht geschafft. Das stimmt. 6 Sekunden. Ja. Naja, okay. Aber wir kriegen, oder kriegen wir einen Teil? Ich weiß nicht. Wir kriegen auf jeden Fall einen Wrack oder die Position eines Wracks. Aber wir kriegen auch einen Teil. Gut. Mal wieder die Mitte. Auspuff. Klingt doch ganz gut. Auch das bauen wir sicher ein. So. Und damit haben wir tatsächlich diese Questreihe abgeschlossen. Den Graveyard Shift. Und wir haben nun einen neuen Wagen freigeschalten. Ein Dodge Charger. Genauso wie einen Nissan Skyline GTR V-Spec. Und zusätzlich noch einen Nissan 180 SX. Ja, Wracks, genau. Ich hab mich in dir getäuscht, amigo. Irgendwas ist anders. Ja. Ja, ist es. Viel Spaß mit dem Mustang morgen. Wir sehen uns.
So, wir haben jetzt nämlich einen Mustang-Wrack tatsächlich bekommen. Ich habe eine Spur zu einem alten Mustang. Tatsächlich? Aha. Ich musste mit dem Tod tanzen, um ranzukommen. Wow, der Wortwitz. Ah, Graveyard Shift. Komm in die Werkstatt, wenn du ihn hast. Dann sehen wir, was wir daraus machen können. Das werden wir tun. Wir haben jetzt hier auf der quasi da jetzt rechts ja eine Markierung, wo wir suchen sollen. Das müssen wir dann auf der Karte suchen. Ja, aber das machen wir nicht diese Folge, sondern, ja, kann man hier dann gucken und dann, wie kann man nicht einen Hinweis wieder öffnen? So, ah ja, okay. Also, ja, wir können mal gucken, es ist ein Fluss. So viele haben wir eigentlich gar nicht, da oben ist ein Fluss, aber ist es, da ist es eigentlich nicht, oder? Auch noch andere Flüsse. Aber vielleicht ist es auch da oben, das könnte schon auch sein. Huch. Ja, ist da irgendwo eine Kreuzung? Ja, kann man dann später nochmal gucken. Ja, da vielleicht. Ich weiß nicht, wie groß die Skalierung da tatsächlich ist. Könnte es da sein? Vielleicht auch nicht. Aber wir haben wir noch andere Flüsse? Oh, da sind ganz viele Rennfahrer unterwegs gerade. Ah, komm, wir fahren vielleicht noch gegen den hier. Lindsay. Moment, ist der gerade Stufe 290? Ach du Heilige. Okay, wenn man alles anmacht, dann ist es ziemlich viel. Aber wenn wir jetzt gerade ausfahren, ist der echt 290? Das wäre ja mal übertrieben. Ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal gucken. Halt heranzoomen war Steuerung. Nee, hä? Doch, Steuerung heranzoomen. Nein, herauszoomen. Oh, okay. Das erklärt einiges. Wo sind wir und wo müssen wir hin? Da sind wir. Nachts, wir müssen da. Leben erst richtig los. Okay, ja, dann müssen wir ein bisschen hier weiter vorne sein. Wenn er erst auf 290 ist, haben wir da überhaupt keine Chance, aber ich möchte dennoch gegen den fahren. Kann auch sein, dass es nur die höchste Stufe ist, dass er dann 290 ist. Aber mittlerweile zieht unser Wagen auch ganz ordentlich. Puh, dem Street Racer bin ich nicht gewachsen. Das könnte echt peinlich werden. Ja. Peinlichkeiten finde ich lustig. Du gegen mich, okay? Wir haben überhaupt keine Chance, aber ich möchte trotzdem mal. Ich möchte mal gucken, wie das aussieht, wenn man richtig abgezogen wird. Der ist so dicht hinter uns, dass wir gar keine Punkte bekommen. Ja, wir sind zumindest noch nicht hinten. Na, jetzt schon. Ja, okay, jetzt sieht er uns. Ja, ich konnte ihn nicht weiter hinter uns halten. Ja, dass wir das verlieren, war ja klar, aber... Trotzdem, wollte ich einfach mal testen. Okay, also es gibt auch wirklich richtig ordentliche Street Racer schon. Weil so weit weg ist er einfach gar nicht. Guck mal, wir sind sogar an ihm dran wieder. Also das ist wahrscheinlich der Gummiband-KI. Hoppla, ja, das wollte ich nicht. Wollte ich eigentlich gar nicht überholen, aber hab's jetzt irgendwie trotzdem gemacht. Ah gut, da ist er schon wieder. Kein Problem. Ich hab, ja, es war ein bisschen blöd. Ich habe jetzt ihn in die Innenkurve gedrückt und mich in die Außenkurve. Das war eher schlecht. Ah komm, ein Punkt will ich auch. Ein Punkt will ich auch. Oh ja, ich bin wieder mal weg. Jawohl, wir haben Punkte. Na okay, er ist direkt hinter uns eigentlich, aber... Wir sind gar nicht so chancenlos, wie ich gedacht hätte. Ich glaube, das ist Gummiband hier, dass wir einfach hier überhaupt eine Chance haben. Ja, sowas darf halt nicht passieren. Also, dass du mich so gegen die Außenwand semmel, das ist wirklich nicht schön. So, bisschen Nitro. Das Komische ist, wir sind nicht mehr machtlos und könnten es theoretisch sogar gewinnen. Oh Mann, der hat den voll weggeschleudert, leider.
Oh, cooler Tunnel hier. Der ist cool. Ja, Baby, es läuft. Alter, wir sind gleich bei Gleichstand. Und das hier mit so einer... Also geladen ist unsere Karre nicht, aber seine ist halt mega schnell. Hey, wenn wir das gewinnen, Alter, was ist da los? Was ist dann da los? Na gut, wir spielen auch auf Mittel vom Schwierigkeitsgrad immer noch. Muss auch nochmal bedenken, aber trotzdem. Der ist ja wirklich meilenweit uns eigentlich voraus. Man merkt auch, also seine Karre geht halt schon deutlich mehr ab, aber... Man hört ihn die ganze Zeit hinter uns, aber er hat uns schon länger nicht mehr überholt. Hä? Hey? Weil wir gerade nicht auf der Strecke waren, hat er jetzt Punkte bekommen. Scheiße, okay, das war's. Nee, doch nicht. Ah, ich dachte, wir werden deutlich weiter hinten rausgesetzt. Wir waren gerade nicht mehr auf der Strecke und deswegen dachte, wir werden hinten. Und dadurch haben wir ganz schön Punkte verloren. Verdammt, zieh, ich möchte... Alter, verdammt. Können wir es noch schaffen? Können wir ihn wieder überholen? Gewöhn dich gar nicht erst an die Führung. Ja, bitte gewöhn dich nicht dran. Ah, verdammt, er ist jetzt wieder ordentlich vorne. Wir sind ziemlich... Wir haben ziemlich wenig Punkte. Alter, wir hätten es fast geschafft, aber jetzt ist er wieder vorne. Ja, jetzt bin ich auch noch... Ja, okay, jetzt haben wir gar keine Chance mehr. Jetzt fährt er uns weg. Ah, schade, Alter. Wir hätten es fast geschafft. Alter, das wäre ja krass gewesen. Wie gefällt dir das? Oh mein Gott, wir sind wieder vorbeigezogen. Das Problem an der Sache ist, wir dürfen uns keinen Mini-Fehler erlauben. Ja, er ist schon wieder vor uns. Damit ist fertig, ja. Schade. Aber so blamiert haben wir uns gar nicht. So blamiert haben wir uns nicht. Eigentlich hat er sich blamiert. Wir hätten fast noch gewonnen, Alter. Krasse Scheiße. Okay, aber das war... Ich merke schon, ich halte mich mit diesem Spiel echt unglaublich auf. Ich will immer noch irgendwas machen, aber es ist dennoch Zeit für eine Aufnahmepause. Deshalb... Ah, die Speedtrap. Die Speedtrap machen wir noch. So, das sollte doch geschafft. Ja, perfekt. Okay. Ja, das wäre es aber erstmal für diesen Part. Ich bin damit raus. Hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, gerne ein Däumchen da lassen. Am besten auch nach oben. Ja, und ansonsten, schönen Tag noch. Wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin, ciao.